Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen auf Apecon for the Win. Heute sind wir mal wieder bei The Sims 4. Freunde, The Sims 4, das ist das Spiel, was man ohne Hose let's playt. Man kann hier alles sehen bei mir, aber ich werde es verdecken. Willkommen. Freunde, ja, heute ist Jan dabei anstatt Sarah, weil Sarah ist gerade bei ihrer Mutter, die wird operiert und deswegen, ist Jan dabei. Ich muss kurz vorneweg sagen, dieser Charakter, den ihr für mich erstellt habt, der sieht wirklich richtig gut aus. Das und der André von André auch sieht auch richtig und, gut aus. Also generell alle Charaktere sehen wirklich richtig gut aus. Deswegen gehen wir auch direkt rein ins Game. Ich glaube, das hier? Ne, warte. 23.09. Okay, das ist 23. Ja? Flee. Okay, Freunde, Sarah ist halt nicht dabei jetzt. Das Problem wird jetzt sein. Hä? Doppelklick. Achso, hier. Das Problem wird jetzt sein, dass wir... Also Jan hat das auch noch nie gespielt und ich habe das ja immer nur unter der Aufsicht von Sarah gespielt, wirklich. Wo bist du? Dieses Spiel ist wirklich so geil. Ich habe das früher immer gespielt. Ah, du hast hier eben, ich weiß noch. Ich weiß nicht mal, ob es die letzte Folge war, aber ich glaube, ist angehalten. Es kann weitergehen. Du hast hier Musik gespielt. Jengis hat Level 2 in Malerei erlernt. Hä? Wieso kann ich nicht? Achso, okay. Über Farbtheorie reden. So, weil deine Beziehung zu uns war so sau... Schlecht? Ja, du warst so sau unglücklich, hey, warum? Weißt du? Keine Ahnung. Ich bin sau energiegeladen. Jetzt bist du aber glücklich. Mhm. Und du warst die ganze Zeit so sau traurig, weil... Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge geguckt hattest, aber hier ging so eine Tuss lang. Und die hatte so ein rotes Kleid und so, sah so ein bisschen sexy aus. Habe ich die gesehen? Und dann habe ich so gesagt, yo, du musst die anmachen und so, damit du eine Freundin hast. Mhm. Aber dann hat die dich so sau abgewiesen und dann warst war ich traurig. Da muss man natürlich über Farbtheorien reden, um das wieder wegzumachen. Ja, und deine Beziehung zu uns war so sau, keine Ahnung. Was ist denn das für ein PC so, da von André? Zoom nochmal ran. Ja, der spielt was da so ist Sims. Das denn? Das ist ja Windows 95. Ja. Ah ne, der chattet. Was? Der googelt irgendwas. Krass. Was googelt der? Porno? Ja, der tippt und in der Sekunde geht diese Maus da drauf. So, du pennst gerade. Wer ist das? Einbrecher. Junger Erwachsener. Gibt's Bolzen auch hier? Nee, ne? Nee, noch nicht. Okay, ja, den müssen wir holen. Der zieht erst nach. Ja, ja. Erstmal müssen wir so Cash verdienen, damit wir diese Wohnung ausbessern können. Und jetzt... Wie verdienen wir Geld? Ich verkaufe immer diese Bilder. Und ihr beide habt euch so einen Job gesucht. Was machst du denn eingeschlafen? So. Andrew Schobler. So, André kann auch... Hä? Was ist das denn? Hä? Ist ja ultra die Frechheit. Das hier war Sarahs Zimmer. Du gehst da einfach rein und... Hat man das festgelegt? Ja, also nee, hatten wir nicht. Aber wir hatten das für uns so gesagt. Ja, das weiß er ja nicht. Ja, was ist das denn für ein Kack, Alter? So. Dann gehen wir mal auf Sarah. Seid ihr da zusammen? Nee, noch nicht. Krass. Wir reden jetzt quasi miteinander. Ah, okay. Was? Die schläft auf der Couch. Jo. Was macht André? Klo? André könnte eigentlich noch, nachdem der... Muss er pieseln? Wo sieht man dieses Energielevel? Warte, wo war das? Hier drauf. Und dann hier. Nee, das hier. Da gab es doch solche Leisten, oder? Ja, ich weiß nur nicht, wo das ist. Oh, ohne Sarah ist das sauer. Also ich bin da noch nicht so tief drin, aber ist scheißegal. Hä, hey, krass, die schlafen auch. Krass, mega krass. Wie spät haben wir es da gerade? Wo steht das? Ah, da, 22:26. Nämlich in ihrem Bett schlafen. So, und
ihr schlaft nämlich alle dort, außer ich, denn ich schlafe auf der Couch. Schlafen. Ach so, und ihr habt direkt so ein Zweierbett da drin? Ja, eigentlich ja, ist das okay. Unser Bett so. So, was mache ich denn da? Ja, das passt ja saugut, weil ich bin nachts halt auch immer mega lang wach. Aber ich könnte, da ich inspiriert bin, könnte ich hier zu meiner Leinwand erstmal einen Sammler verkaufen. Reicht dieses Geld, was du von den Bildern nimmst, zum Überleben für unsere Wohnung? Ja, momentan habe ich mehr Geld eingenommen als wir alle. Und André ist Verbrecher, der ist so Dieb. Geht der nachts immer los? Ja, der muss halt so Sachen klauen, damit der da halt uns Geld beschert. Was mache ich? Hä? Hä? Dachte schon. Ja, okay. Ja, gut. Alle pennen? Super, alle pennen. Was passiert jetzt? So, nächster Tag. Was machen wir jetzt? Es ist 0:01 Uhr, als ob man da aufsteht. Wo? 1 Uhr ist es. Ich glaube, das soll 13 Uhr. Ah, ne, ist trotzdem noch nachts, ne? Ja. Ja, stimmt. Krass. Stimmt, ist krass. Oh, Abdel ruft mich hier gerade in Real Life an. Aufgewacht. Schreib ihm mal. Energie geladen. Ja, dann können wir doch direkt wieder weitermalen. Klassisches Gemälde. Boydi, wir sind gerade, wir nehmen gerade Sims auf hier. Du bist live in der Aufnahme. Sag mal eine Sprachnotiz, dann spielen wir die hier gleich ab. Yes. Sarah hat, schreib mal Sarah, dass sie all die Fragen, die sie mir geschickt hat, an dich mal senden soll, weil sie hat da auch Sachen geschrieben, die ihr geschrieben habt. Und das hat sie alles gescreenshottet. Und dass wir das mal hier in dieser, okay, warte, ich in der Sims-Welt so durchleben sollen quasi. Okay, warte. Sarah, wir sind gerade live in der Sims-Aufnahme. Jenny sagt gerade, du sollst solche Fragen mir schnell schicken, die du ihm schon mal geschickt hast. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Bis gleich. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist... Ah nee, du schläfst tief und fest, ne? Ah nee, das ist André. Ja. Da bin ich. Nee, der kann nicht aufwachen. Basilis schläft. Krass. Ich penne immer noch nicht. Als ob der da die ganze Nacht da steht. Wann bin ich denn fertig damit? So. Kann man das irgendwie ultraschnelles Tempo? 2 Uhr. So. Beschleunigen wir mal. Ich spiele derweil mal Abdel ab hier. Hä? Was ist denn mit André los? Hä, wieso? Zum Erweitern klicken. Ah, das ist. Oh mein Seite. Gott! Oh mein Gott, der pisst ins Bett! André muss pissen! Oh mein Gott! Schnell! Wo ist das Klo? Ah, wo ist das? Ah, ich muss drehen. Oh mein Gott. Hingehen, verwenden. Los. Wach auf! Oh mein Gott. Schlafen, sitzen, beanspruchen. Nein. Mann. Was macht er denn? Verwenden. Hey, was steht da? Ich kann ihn nicht aufwecken. Was? Wie wecke ich den auf? Der pisst ins Bett. Oh mein Gott, der pisst da rein. Hey, was liegt denn da auf dem Boden? Ein Stück Scheiße? Wo? Da am Fuß vom Bett links. Was ist das? Ach so, das ist ein Fleck auf dem Bildschirm. Scheiße, wie wecke ich den auf? Cengiz Dogul hat die Kochfähigkeit erworben. Würde ich ist ja absoluter Joke. So, bei mir ist das jetzt aber auch so. So, ich gehe jetzt mal pennen. Ah nee, ich kann mein Bild nochmal verkaufen an Sammler. Geil, wenn das so einfach wäre, Leute. Okay, wartet, ich spiele mal kurz Abdel ab hier. Okay, wenn ihr gerade Sims auf nicht wollt, dass du hier hochkommst, aber wenn ihr gerade Sims kommt, ich habe die letzte Folge gesehen und ich spiele ja die Sims. Wo bin ich da? Ja? Wo bin ich da? Also ich will gemacht werden, aber dass ich richtig gut aussehe, ja. Hier ist er. Also, so wie in echt. Oh mein Gott. Der muss pissen. Geil. André muss pissen, unbedingt. Verwenden. Hat das noch. Hä, wie geht der denn da hin? Hey, sag mal. Geh doch aufs Klo. Hier, aufs Klo gehen. Was ist mit dir passiert? Wieso bist du aufgewacht? Ja, André hat mich angeschrien, dass er pissen muss. Hey, was hab ich denn an? Dann machen wir deine Was ist das denn für eine Hose? Du setzt dich mal hier hin. Gleich. Ich glaube, du machst hier gerade was zu essen. Oh, endlich. So, hey, zoom mal an mich ran. Was ist denn das? André.
Hä, du hast eine Brille auf? Was sind denn das für Klamotten? Wieso hast du deine. Nee, das sind deine Schlafsachen. Ach so. So, unbedingt Hände waschen. Geil, er hat's noch geschafft. So, und jetzt geht André wieder schlafen. Hä, der muss nochmal. Was? Erst pissen und dann scheißen. Ach so, weil wir dem so oft den Befehl gegeben haben. Weg damit. So, jetzt wascht er aber nochmal die Hände und danach geht er schlafen. Was, du isst was? Um 4.30 Uhr? So, kann ich mich irgendwie aufwecken? Wie viel haben wir jetzt eingenommen durch dein Bild? Kann man das sehen? 100? Irgendwas, glaube ich. Nee, man kann mich nicht aufwecken. Was habe ich für einen Job eigentlich? So. Wir wecken mich mal und dann reden wir miteinander. Ich weiß noch, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, weil das... Oh, was? Warte, ein Gericht nehmen. Nimm dir erstmal was. Ach, du hast das gekocht, ne? Mhm. Krass. Das habe ich ja eben gemacht. Freunde, wenn das mal in echt so wäre, dass da drei Teller fertig sind, die Cengiz gemacht hat. Hey, da ist ja nichts weg. So, jetzt reden wir mal miteinander hier. Über Träume reden. So sieht das auch in echt aus, Leute. Ist wirklich, also, so. Ist wirklich so. Das ist das einzige Essen, was ich machen kann. Was? Ja. Und wir reden immer morgens. Jo, bla bla. Sagt Jenkins immer, ich habe das und das geträumt. Blanky Zenge. Blanky Zenge. Blanky Zenge. Okay. André soll mal arbeiten gehen. Hat André irgendwelche. Ja, André ist ja ein Dieb. Ja, der soll mal klauen. Ja, aber wie klaut der? Hat der noch nie gearbeitet? Nee, noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden. Sarah ist nämlich morgen wieder da. Und dann werden wir herausfinden, wie André klaut. So, ich würde sagen, du gehst jetzt nochmal auf Klo. Hä, was machst du da? Hä? Als ob man aufs Klo. Hä, hier ist doch auch ein Waschbecken. Wieso wäschst du das da was ab? Was ist das denn? So, wir beschleunigen mal. Geil. Normal. Als ob wir beide diese ganze Nacht da so Scheiße machen. Ich muss auch pissen. Verwenden. Hä? Verwenden es doch. Geil. Ja, mit offener Tür erstmal schön scheißen. Oh, weißt du, was es früher gab? Als Sims 1 rauskam, habe ich das gespielt damals. Das war, keine Ahnung, 99 oder so. Und da gab es einen Cheat, dass dieses Verpixelte, wenn die pissen gehen und duschen gehen, dass das weg war. Und dann hat man diese Frauen dann nackt gesehen, aber das war halt so richtig schlecht, diese Textur. Aber man hat sich da so dran aufgegeilt früher. Das ist locker geil. Hey, wir reden über Cash. Als ob wir beide da die ganze Nacht was machen und die schlafen da nur. Sarah pennt schön. Guck, das hier sollte eigentlich... Ah ne, das hier war dein Zimmer. So eine Geige. Und hier... Hä, wo ist die Gitarre hin? Hey, hier war eine Gitarre. Wo ist die hin? Hä? Und das hier war Andres Zimmer. Krass, die ist einfach weg. Hä? Als ob ich vor der Tür stehe. Ja. Du da Scheiß. So, jetzt wird geschlafen hier. Das ist auch bei Sims auch so, dass so teure Betten, da füllt sich diese Schlafleiste dann schneller als auf dem Sofa, oder? Weil sonst bräuchte man ja nicht diese teuren Sachen kaufen. Ich glaube schon. So, Jan geht hier auch schlafen. Oh, Sarah hat ein Problem. Sarah muss unwohl. Hungrig. Ah, gut. Sarah. Ja, geil. Das ist aber ein gebärfreudiges Becken. Wir müssen ein paar Kinder in die Röhre. Oh, ich will jetzt hier mit Sarah zusammen sein, ey. Ich habe auch gelesen, dass ihr das geschrieben habt. Man kann von Anfang an einstellen, dass man zusammen ist. Echt? Aber wir haben das dann halt nicht gemacht, weil... Egal, das ist witziger, wenn das erstens bekommt. Wussten wir das nicht, zweitens ist halt witziger, ne? Was sagt ihr zu meinen neuen Haaren, Leute? So, jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. What's? Sarah, werden wir mal aus und die geht auch. Lizzy. So, super. Jetzt 8 Uhr. Oh, da ist wer aufgestanden. Eigentlich müssten alle... Jetzt. Oh, mir geht... Nee, André geht's schlecht. Warum? Unwohl. Ja, der hat auch Hunger. Gut, dann gehe ich schon mal hier hin.
schlecht nehmen. Nice. Wir müssen mal arbeiten gehen. Hä, der geht so zu mir. So, und wir labern mal. Haben wir so diese billigsten Möbel, die es gab? Ich glaube schon, oder? Warte, über Interessen reden. Ja, wir haben richtig billige Sachen. Sieht richtig billig aus. Geil. So, du bist auch wach. So, dann gehst du auch mal hier hin und du redest auch über Interessen. Oh, Sarah. Ach so, nee, du gehst jetzt arbeiten, glaube ich. Ja. Was habe ich denn für einen Job? Was warst du denn? Mann, warum weiß ich das nicht mehr? DJ, bin ich blöd? Musiker? Ja, doch, ich glaube, du bist sogar sowas. Hä? Und hey, wo bist du denn? Wo bin ich denn? Cengiz ist zur Arbeit. Was denn? Malst du in einem Atelier oder was? Hä? Okay. Krass. Krass. So, jetzt ist einfach nur noch André hier. Wie bekommen wir ihn dazu zum Klauen? Hm? Wo ist Sarah? Die pennt noch. Ach so. Sarah muss noch nicht. Oh, da ist diese rote. Wo? Da. Ist da oben lang gegangen. Nee, weiter unten. Da. Ja, das war die. Ist die das? Ja, ja, das war die. Oh mein Gott, ich bin weg. Hä, die ist ja mega geil. Wo bist du? Weg. Nee, du bist weg, wirklich. Shit. André soll die schon mal warm halten. Ja, vielleicht hat André Chancen bei der Kombi. Oh mein Gott, wo ist die hin? Wo ist die hin? Da, schnell. Schnell. Lauf. Kann man nicht irgendwie so machen, dass der rennt? Das ging bei Sims 1, so Doppelklick oder sowas. Weiß ich nicht. Ah, er kommt. Nicht. Geil. Er joggt. Oh mein Gott. Wo ist die? Wo ist die? Da ist sie. Jo, die Folge nennen wir André's Date mit... Wer ist das denn? Was ist das denn? André's Date mit der Rotkleidfrau. Jetzt geht's los. So, jetzt bin ich mal interessiert. Ah, so. Weil die war wirklich mega pissig. Wie sieht die aus? Guck mal, als ob man da... Andrea hat noch Schlaf an. Ja, wollte ich gerade sagen. Über Essen. Was heißt das, wenn da diese grünen Dinger am Rand sind? Welche? Ganz links an den Sprechblasen sind ja so diese zwei, diese grünen Dinger. Achso, wenn da ein Plus ist, dann mach. Nee, guck mal, da sind so, ist das so grün links. Da, ja. Ah, das könnte was Passendes sein. Ah, geil. Okay, das ist wahrscheinlich dann sowas Passendes. Supta. Oh, Jenga. The Jenga. Ich. Dämpfe. Cengiz atmet beim Reinigen so versehentlich Terpentindämpfe ein. Was? Soll er sich als verantwortungsbewusster Angestellter erst einmal ausruhen und erholen oder mit Vollgas weiterarbeiten? Oh, oh, der kann dann locker krank werden, wenn du weitermachst. Hm, shit, was machen wir, Freunde? Nee, Cengiz in echt wird sich ausruhen, der wird da nicht ja, Vollgas stimmt. geben. Stimmt, ich würde mich echt ausruhen. So, du gehst jetzt aber erstmal wieder nach Hause. Wahrscheinlich wirst du gefeuert. Und schaust Kanal. Sportkanal. So, Sarah wieder mit ihren, ihren Hasenplüschdingern. Schuhen. Sarah geil unterwegs wie immer. Oh, oh, Baby! Was machst du da? Oh. Wo ist denn André? Ah, da kommt er gerade. Wie lange sind wir jetzt zur Arbeit? Warte. Eigentlich muss André... Nee, nicht TV. André muss sich mit den Leuten unterhalten, ja. Damit er die potenziell ja, ja, kann. Ist auch so. Hier. Gibt's hier andere Häuser? Kannst du nicht irgendwie auf Einbrechen klicken? Ja, müsste es doch geben. Boah, das wäre mega krass. Shit, hier wohnt... Da. Oh, da. Oh mein Gott. Ah, nee, der kann da nicht hin, oder? Nee, da kann ich nicht. Scheiße. Aber hier ist was. Oh mein Gott. Warte. Hier hingehen. Soll er hier was klauen? So, André ist jetzt auf dem Weg hier hin. Spur mal. Ah, ja. Da ist er. Da ist er. Unser Übeltäter. So, was ist denn das da?
Yo. Nee, da kannst du nicht klauen. Vielleicht ja doch. Ein Haus locker. Da ist eine Toilette. Kannst du auf dem Haus, guck mal, so ein Haus da, so ein Anwesen oder so. Hier ist ja irgendwie. Das da. Ah, oh, shit, das geht nicht. Kann ich nicht hin, Mist. Hier ist noch nichts. Hä? Was ist das? Das ist eine Toilette. Als ob hier so viele Toiletten stehen. So. Ich mach andere denn da. Jo! Hä? Okay. So. Wir klauen einfach jetzt das von der. Ja, okay, los. So, ein Gericht nehmen. Oder warte, kann man die beklauen? Nee. Hä, wie geht das? Was ist das für ein Nerd, Junge? Wir lernen das noch, Freunde. André wird noch der Meisterdieb. Ja, das ist so ein chinesischer. Das ist Harry Potter. Was? Schon die zweite Frau, die er heute anmacht. Hä? Nimmt sich das einfach. Snibara Watanini. Lumina Exine. Wabarani Zimze. Bayumi. Jaspa Exine. Pandoli Usine. Okay, dann gehen wir mal kurz und gucken, was hier ist. Bin ich schon wieder zu Hause? Nee. Was macht Sarah denn zu Hause? Die, hat die noch keinen Job? Warte mal. So, mehr als was spielen. Haushalt. Kontakte knüpfen. Ah, nee, nein. Baby, du knüpfst keine Kontakte. Auf gar keinen Fall. Du Witze schreiben, programmieren üben. Haushalt. Karriere. Ja, Baby macht Karriere. Job suchen. Hä? Ach, hat die noch keinen? Ich glaube, die hatte. Eigentlich müsste die einen haben, so. Karriere für Lizzie wählen. Hm. Wissenschaftler. So, Business. Geheimagentin. Sportlerin. Technik. Schriftstellerin ist auch nicht schlecht. Ja, ne? Stimmt. Wo war das? Da weiter runter. Ah, nee. Wir hatten. Hä, nee, stimmt doch gar nicht. Wir hatten doch für Sarah einen Beruf. Hä, bin ich blöd? Gekündigt? Nein, stopp. Wir wählen keinen Beruf, die ist Bäckerin gewesen. Hä? Das ist ja eine Konditorei, ja. Wieso geht die da nicht hin? Hä? Wieso? Vergesst ich sowas, bin ich blöd? So. Niblet Sabrisia. Sloopy. Flirna. Flora. Samso. Gebleep. Oh, Vadish. Der sieht wirklich einfach genauso aus. Ja, das ist so. Snibara Watanini. Lumina Exine. Ja, hat der was geklaut von der gerade? Nee. Kennenlernen. Defunetwe? Kabuni. Als ob das so einfach ist. Da ist sie wieder. Wo? Da links. Hä? Die, was schleicht die? Das ist eine Diebin. Ich schwöre. Die rote Agentin. Die, irgendwas stimmt nicht mit der. Das ist Bolzens Tochter. Chantal. Hey, die muss scheißen. Was? Ja, das sieht man voll. Oh mein Gott. Bella Grusel. Ja, die muss auf Klo. So, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's mit der dritten Folge von Sims. Morgen in der nächsten Folge schicken wir André auf Räubertour. Yes. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.